Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, eure Lana, und heute soll es um das Thema Trockenfasten gehen. Was das genau ist und warum ich das mache und was das für Auswirkungen auf unseren Körper hat, das erzähle ich euch heute, und zum Schluss sage ich euch auch noch meinen Praxistipp. Also bleibt bis zum Schluss dran. Ja Leute, Trockenfasten, was ist das genau und in welcher Zeitspanne ist das überhaupt praktikabel? Trockenfasten heißt wirklich, man fastet trocken, das heißt, man trinkt in der Zeit auch nichts, ja? Das heißt, in der Zeit, wo du schläfst, die 8 bis 9 Stunden, vielleicht manche auch 7 oder 6, ja, je nachdem, trinken und essen wir ja nichts. Und das ist wirklich die Zeit, in der unser Körper regeneriert, in der unser Körper entgiftet, in der unser Körper sich von Erregern, von Krankheiten, von Schlacken löst. Das merken wir auch, wenn wir in der Früh aufwachen und sind vielleicht ein bisschen geschwitzt über Nacht, haben vielleicht auch einen Belag auf der Zunge, ja, nicht so appetitlich, aber ist so. Ja, und diese Zeit des Entgiftens, Entschlackens zu verlängern, nennt sich eben Trockenfasten. Das heißt, auch im Zustand, wenn man wach ist, dann quasi sowohl nichts mehr zu essen, aber auch nichts mehr zu trinken. Also kein Wasser, kein Kaffee, nichts, ja. Und das ist wirklich, sagt man, der effektivste Weg des Fastens und der schnellste Weg, um sich eben von alten Ablagerungen von Giften zu lösen. Der Körper reinigt sich nicht nur, sondern er beginnt eben auch Heilungsprozesse einzuleiten. Das Blut säubert sich komplett. Unser Immunsystem wird stärker und es hat auch einen extrem entzündungshemmenden Effekt. Also Leute, ich könnte jetzt noch 5 Stunden weiterreden, aber das sind so die Hauptfakten, die super, super wichtig sind. Aber ich sage euch mal ein Beispiel. Es ist so, dass Mikroorganismen, wie zum Beispiel Viren, Mikroben oder Bakterien, die brauchen immer Wasser als externe Quelle, um zu überleben. Und beim Trockenfasten sterben eben diese Mikroorganismen, aber eben auch alte Zellen komplett ab. Ja, und das ist wirklich bewiesen, Leute. Denn nur gesunde Zellen können eben das Wasser selbst produzieren und kranke Zellen nicht. Die sterben dann quasi komplett ab. Und das ist doch der Oberhammer. Außerdem ist es so, dass man eben sagt, dass in der Zeit des Trockenfastens eben 100% vom Fettgewebe in Energie umgesetzt werden, was natürlich wieder unseren Stoffwechsel anregt und die Abnahme voranbringt. Man sagt im Übrigen auch, dass ein Tag Trockenfasten, also 24 Stunden, ungefähr 3 Tagen Wasserfasten entspricht, wo man eben nur Wasser zu sich nimmt, weil man eben früher in diese Autophagie, die sogenannte Autophagie kommt. Das ist eben diese Phase, wo sich der Körper reinigt. Sprich, wenn jetzt quasi jemand mit Gemüsesäften oder mit Wasser fastet, ist es ja schon super. Aber wenn er eben trocken fastet, dann verkürzt sich die Zeit, wo er eben fasten muss, weil man eben schneller in diese Autophagie kommt. So, und jetzt zu meinem Tipp, wie ich das handhabe. Und zwar mache ich das so, dass ich quasi nach der Nacht, nach den 8 Stunden Schlaf, dann diese Trockenfastenzeit noch fortführe und bis zur Mittagszeit, meistens so bis 11 oder 12 Uhr, gar nichts trinke. Auch kein Wasser, auch keine Tees und nichts. Ich mache mir dann meinen Tee zwar in der Früh, dann kann der abkühlen, aber ich trinke den erst frühestens, Leute, um 11 oder 12 Uhr. Und es war wirklich der Wahnsinn. Das kann ich ja mal mit euch teilen, wie ich da angefangen habe in der Früh, Leute. Ihr glaubt es nicht, man hat so einen trockenen Mund, man hat so ein komisches Unwohlsein im Mund. Man hat irgendwie das Gefühl, man trocknet von innen aus. Und ich habe mich da aber auch nicht gequält, sondern habe das wie beim intermittierenden Fasten immer ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Sprich, ich habe dann quasi nicht mehr um 8 Uhr morgens zum Beispiel mein Glas Wasser getrunken, sondern um 8.15 Uhr, um 8.30 Uhr, um 8.45 Uhr und um 9 Uhr, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich quasi so wie jetzt bis um 11 oder 12 Uhr gar nichts trinke und trocken faste, sodass mein Körper von abends, wo man zum Beispiel vielleicht um 20 Uhr die letzte Mahlzeit gegessen hat und getrunken hat, dann bis in der Früh um 12 Uhr, das sind 16 Stunden, wenn ich richtig gerechnet habe, Trockenfasten, wo mein Körper eben keine Nahrung, aber auch kein Trinken bekommt. Und ich muss euch wirklich sagen, Leute, dass diese Umstellungsphase, die ist zwar immer vielleicht ein bisschen zäh und die zieht sich lange hin, aber im Endeffekt ist es jetzt so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich in der Früh aufstehe und ich habe keinen Durst. Ich schaue mir Wasser an und denke mir, nein, jetzt gerade nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe überhaupt nicht das Verlangen, irgendwas durchzuspülen. Ich habe das Gefühl, dass es nochmal ein Level weiter ist, gesundheitlich. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich damit super, super wohl fühle und dass ich wirklich das
Gefühl habe, dass die Körperreinigung nochmal vorangetrieben wird, weil ich habe super viel Energie, ich fühle mich fit, ich habe keinen trockenen Mund mehr, es ist alles weggegangen. Man fühlt sich total sauber, man fühlt sich rein, man hat Zähne geputzt, es ist alles sauber und es bleibt auch so lange wie möglich ohne jegliche Zufuhr von sonstigen äußerlichen Sachen. Mein Körper kann innerlich schauen, was er gerade zu tun hat und seine Baustellen bereinigen und bekämpfen. Und ich störe ihn durch nichts dabei. Er hat also seine Ruhe. Ich habe ganz viel Energie und Power in der Früh. Ich gehe auch ins Training in der Früh. Meistens ist es so, dass ich dann kurz davor was trinke. Also gegen 11, 12 Uhr trinke ich was. Danach gehe ich ins Training und trinke dann die nächsten 2-3 Stunden auch wieder nichts. Aber da ist das Trockenfasten eben gebrochen. Aber es ist wirklich so, dass du in der Früh super energisch bist und du dir das nicht so vorstellen musst, dass du dann quasi da liegst und dir Energie fehlt und du quasi nach Wasser suchtest. Ja? Wenn dem so ist, dann trink bitte was, dann braucht es dein Körper noch. Aber wie gesagt, unser Körper ist super intelligent, der versteht das alles und der steigert sich auch, wenn wir ihn auch mal fordern. Ja? Ganz wichtig ist es, den Körper auch mal zu fordern. So wie in der Schule. Ja? Du kommst in eine neue Klasse und lernst neuen Stoff. Aber wenn du halt immer bei dem alten Stoff bleibst, dann bleibst du halt auch immer in der gleichen Klasse und bleibst sozusagen sitzen. Also geh einen Schritt voran, probier das mal aus mit dem Trockenfasten. Wie gesagt, in der Früh ist es am effektivsten. Schreibt mir aber gerne mal rein, ob ihr auch schon mal trocken gefastet habt über Tage. Also zum Beispiel länger als 24 Stunden. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe zwar gefastet, aber es war immer mit Wasser oder Gemüsesuppenbrühe getrunken oder eben mit Gemüsesäften. Es war nie reines Trockenfasten. Das muss ich auch irgendwann mal ausprobieren, deswegen würde mich da euer Feedback sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne auch ein Abo da, um kein neues Video zu verpassen. Ich sende euch alles, alles Liebe. Natürlich einen Kuss. Macht's gut. Ciao. Eure Lana.